Okay, gut. Ich habe tatsächlich wieder Schwierigkeiten mit Trägern. Hier sind schon wieder ein paar wenige da. Wobei ich nicht verstehe, warum das so sein sollte. Übersehe ich die Leute einfach? Ne, hier drüben stehen noch ein paar. Also einige sind auch da. Nö, nö, eigentlich war das jetzt wieder überhastet, aber ich brauche wieder später eh wieder welche. Hier stehen auch noch einige Pfahl rum. Eine Kohle da drüben. Gut, da kümmere ich mich jetzt nicht drum. Ach, da ist der andere Holzfäller. Ja, sehr schön, jetzt kommt hier nochmal ein bisschen was an Kohle raus. Den Förster bauen sie auch endlich. Gut, dann habe ich die Sorge auch schon mal weniger. Wobei das ja nie so richtig, wenn ich einmal kritisch wurde an sich. Gut, hier drüben läuft es eigentlich besser als hier drüben, auch wenn hier mehr Waren produziert werden, aber irgendwie stockt das hier alles mehr. An irgendeiner Stelle hängt es, es hängt am Holz, das ist ganz eindeutig der Fall. Ich habe jetzt hier die Priorität drauf gesetzt, weil ich jetzt einfach will, dass dieses Scheißding fertig ist, damit hier das Zeug zumindest fortkommt. Zwei Holz noch. Dann kann es schon wieder weitergehen. Na ja, komm, ich drück mal. Eins mal auf F12 jetzt. Hier ist das Ding schon wieder voll. Ist fertig, das ist fertig, das muss noch fertig werden. Ein weiteres Bötkes ist fertig geworden. Also das, wenn das alles stockt, dann sollte trotzdem die göttliche Aufwertung halt schon mal hochgehen. Ich dachte, hier wäre alles schon durch. Nee, fehlt noch Holz. Scheiße. Ja gut, Holzproduktion ist ja auch ein bisschen stockend. Wird aber auch gerade viel gebraucht. Sehr viel Holz wird gebraucht. Viel von dem Zeugs. Hat der eigentlich, ja, der hat Sensen, der hat Spitzhacken gemacht. Ne? Ja. Drei stehen noch aus, die müsste mal Kohle gebracht werden, aber ich glaube, die hier gehen gerade nicht mehr runter. Ja gut, dann stockt das jetzt eben auch, bis hier die Produktion wirklich anläuft. Weiß ich dabei auch nur noch, ob Stunden handeln kann. Was ist hier drüben passiert? An sich nichts, doch die beiden Holzfäller stehen da jetzt. Jetzt geht's hier auch weiter. Setze ich hier nochmal den Förster hier hin. Hier nochmal den Förster hier hin. Und zwar hier hin, nicht dahin, hier hin. Das war ganz wichtig zu wissen, dass der hier hinkommt. Ja, das bringt es auch, die Gebäude auszuschalten. Also man kann die Gebäude hier bei diesen Ansichten tatsächlich ausschalten und nur die Punkte, dass man nur die Punkte sieht. Das bringt es halt, wenn man halt gucken will, wo diese blöden Felder sind. Nicht mal, dass man so ein blödes Wohnhaus mit in so ein Feld reinsetzt. Das wäre doof. Wenn man tatsächlich einiges, muss man das Scheiße wieder abreißen. Also so viel zu tun ist es nicht, aber es ist nervbar. Muss alles nicht sein. Ja, scheiße, ich habe das Ding zwar gestoppt, ich habe es noch nicht abgerissen. Hätte ich schon längst abreißen können, so Mist. Hätte ich die Auswertung 90. So, jetzt mal gucken hier. Noch ein drittes Mal. Viertes Mal. Oh, die haben das Ding erweitert jetzt.
Steht mein Soldat tatsächlich auf ägyptischem Gebiet? So, den einen Baum will ich noch, dass er abfällt, und dann war es das auch. Ein Wassertoler, Wassertyp. Fehlt nur noch die Waffenschmiede. Und da das der zweite auch schon anfängt, da Zeugs zu machen, kann ich hier jetzt. Hier und hier nochmal Schlachter hinsetzen. Ja. Und ein Kasernchen bräuchte ich hier oben auch noch. Gut, da dass der Bäcker hier schon Zeug hat, habe ich die Warenverteidiger drüben so angepasst, dass die alle Brot wollen. Jetzt schon. Ich hätte hier die Goldproduktion natürlich. Das ist jetzt auch problematisch, weil die schon auch die ganze Zeit stockt wegen. Ne, liegt da Platzer. Dafür gibt es auch Marktplätze, dann schicken die das zum Marktplatz, und wenn man da einen Esel hat, der bringt das dann die ganze Zeit irgendwo hin und legt das irgendwo ab. Da gibt es dann ein sogenanntes unendliches Lager, was man bauen kann, indem man außerhalb vom eigentlichen Bereich, also in dem Fall wäre das jetzt hier, mit Pionieren was einnimmt, ohne dass es eine Verbindung gibt. Und dann schickt man einfach einen Haufen Esel darüber. Und sobald die dann bei dem Gebiet ankommen, wo die hinwollen, bleiben die stehen und laden das Zeug ab, lassen es einfach fallen. Und dadurch kann man dann eben außerhalb vom Gebiet, also unerreichbar für die Leute, da ein Goldlager anlegen, ohne dass da ein Gegner ohne weiteres rankommt, und beziehungsweise eigene Leute brauchen da ja auch nicht rankommen, und kann da unendlich Zeug reinpacken. Was macht die mit diesem Fördert nichts oder was? War da was, irgendwas mit einem... Ja, mit dem hier wahrscheinlich, der hat nichts mehr im Einzugsbereich. Ja. Einzugsbereich. Der Bereich. Wo ich hier nochmal zwei Stück. Sollte reichen. Gut, der Förster ist ja aufgebaut, der kann seine Arbeit allerdings weiter drüben verrichten. Das läuft jetzt alles gar nicht mal so schlecht. Ich will irgendwie, na gut, Stunde bin ich, na gut, ich habe vielleicht auf 12 gedrückt, aber dafür, dass das eine Stunde läuft, ja, das dauert ja alles auch länger, bis das wirklich anläuft. Auf der Mission. Gut, Kohle ist tatsächlich da. Erz auch, Waren werden auch gegossen. Die ersten Waffen werden auch gleich geschmiedet. Die Kaserne steht noch nicht. Bei weitem nicht. Ich werde jetzt mal bis auf eine Stunde hochgehen. So, und jetzt gucken. Das Ding steht noch nicht. Waffen gibt es tatsächlich jetzt schon. Es fehlt immer noch an Holz. Das ist doof. Das gefällt mir gar nicht. Das Ding, das Holzhaus ist fertig. Ich habe jetzt viel lieber die Kaserne schneller fertig. Was ist das?
Hat er gesagt, das muss auch fertig sein? Wie? Natürlich hat er noch. Ah, fuck, deswegen. Ich habe die gerade eben die ganze Zeit gehemmt, dadurch, dass ich eben F12 gedrückt habe und eben nur einer effizient. Ja, ich habe die ja die ganze Zeit das abholzen lassen. Das war vielleicht doof, die nicht zurückzusetzen. Das war ziemlich doof sogar. Ja, ist ja alles erstmal genug da. Von dem Zeug. Jetzt habe ich natürlich nicht eingestellt, dass da nur Eisen, dass da nur Gold rein darf. Die scheiß Minen. Ich bringe erstmal jeden Scheiß weg hin. Aber das mit der zweiten Goldschmelze war eigentlich gar nicht so blöd. Wobei ich. Ja, doch, Kohle kriege ich eigentlich genug. Na gut, mit 20er Quote. Das war nämlich auch noch ein Problem, was ich hier bekommen habe. Da ich so viele Minen habe, reicht die Produktion an Nahrungsmitteln tatsächlich nicht aus. Deswegen baue ich jetzt hier nochmal eine zweite Produktionskette auf. Um dem Ganzen noch einmal Abhilfe zu verschaffen. Was ich beim letzten Mal vergessen habe, war ein weiteres Wasserwerk zu bauen. Woran ich jetzt gerade gedacht habe. Gibt es hier noch Äxte? Nein. Das bedeutet, ich muss auch mal so, zwei, drei Äxte basteln. So, wie schaut es hier aus? Picken habe ich tatsächlich noch genug. Kaserne auch. Ah, hier werden die ersten Soldaten ausgebildet. Wenn man jetzt so denkt, ja, die letzten Male konnte ich ja mit denen hier rein und dann angreifen und so, das kann ich diesmal komplett knicken. Die sind richtig stark. Das kann ich jetzt mal ganz kurz demonstrieren oder zeigen. Die sind nicht ohne, ohne dass ich eine Offensivkraft von mindestens 60% habe. Und alle, na gut, Stufe 2 habe ich die Leute jetzt. Brauche ich da gar nicht jetzt reinzugehen. Das ist der kleine Tempel von denen, die Sphinx. Da opfern die den Göttern Weizenbier. Wobei ja eigentlich klar ist, dass Götter Weizenbier trinken. Also, ist ganz logisch. Ist gar nicht, warum unsere, warum meine nur sich mit läppischem Wein begnügen. Ich bin gerade enttäuscht. Im letzten Mal waren die sehr viel stärker. Was heißt enttäuscht? Ich bin tatsächlich ein wenig ermutigt, da jetzt einzufallen. Das werde ich jetzt auch tun. Hier, Besitzer braucht hier eine Axt. Dann bekommt er eine Axt. Hätte ich mir eigentlich denken können, dass er eine scheiß Axt braucht. Ist hier soweit eigentlich alles gebaut? Tatsächlich ist hier soweit alles fertig. Dann kann ich hier einen großen Tempel hinbauen, weil ich den brauche. Also weil ich eigentlich hier drüben gerne die Rohstoffe hätte, anstatt auf meiner Hauptinsel. Auf in der Heimat, wie ich es ganz gerne immer noch nenne. Hier kann ich allerdings tatsächlich das Risiko eingehen und meine Soldaten hier vorne schon sammeln. Weil es hier kein anderer einfallen kann. Der Remigius kann nicht mit Schiffen umgehen. Die Piraten auch nicht. Piraten greifen mich auch nicht an. Das Witzige ist, Piraten nicht mit Schiffen umgehen können.
Haben sie sich nicht ihrer eigenen Ernährungsgrundlage beraubt, die Pfeifen? So, hier. Ja, das war ein. Das ist auch ein Fußballlager. Ich brauche hier. Tatsächlich ist der Rest hier scheinbar auch schon fast gebaut. Oh, es geht ja gut voran hier. So, Schweinefarm, Dings, da oben ist. Ey, die haben hier so viel Zeug. Die Nahrungsmittel, das läuft eigentlich richtig. Richtig gut hier. Ich wusste viel, viel wichtiger, was ich. Scheiß da mache hier. Zack. Ich muss zweite Waffenschmiede aussehen. Warum habe ich das nicht schon längst gemacht? Eigentlich blöd hier oder was? Ein bisschen dappig bin ich heute schon. Habe ich dann das Gefühl, die nächste. Also ich werde jetzt 3, 4 Schiffe hier das nächste Mal voll machen. Und die werden nicht auf meine Sekundärinsel gehen, sondern die gehen an den Remigius. Ich meine mir nämlich zu erinnern, dass der sehr schwach aufgestellt war. Jetzt steht das Ding hier auch schon wieder fast voll, weil ich wieder keine Träger mehr habe, weil die alle sonst wo rumhängen. Also weil die alle Soldaten werden halt. So, ich möchte ja dem vorher Abhilfe verschaffen, indem ich ein mittleres Bodenhaus priorisiere, damit da schnell neue Leute rankommen. Zwar schneller wie Sonders am besten. Wir können ihn halt erst fertig, aber kommt da einer? Nee. Ja, die sind aber gleich durch mit der Waffenschmiede.